Bei strahlendem Sonnenschein feierten viele am Donnerstag den Vatertag. Ob in Weilheim oder in Esslingen, überall waren Wanderer zu sehen. In Neuhausen fand der diesjährige Vatertagshock mit literweise Bier und Wurst seinen Abschluss. Zahlreiche Besucher konnten dies rund um das Stadion genießen. Ob mit Leiterwagen, Fahrrad oder zu Fuß, jeder konnte sich von seinen Strapazen erholen. Am Abend ging es dann noch mit DJ Diebstahl bis in die Nacht und alle kamen voll auf ihre Kosten. Seit heute steht am Postmichelbrunn in Esslingen ein Container mit allerhand Pflanzen und Blumen. Das mobile grüne Zimmer macht nach einer großen Tour durch Europa nun für 2 Wochen Halt in Esslingen. Das mobile grüne Zimmer ist ein Teil des Projekt Turas. Das ist ein europäisches Projekt, das sich mit dem Thema beschäftigt, wie Städte in der Zukunft widerstandsfähig, resilient gegenüber Klimawandelanpassungen und anderen Umweltänderungen werden können. Und das mobile grüne Zimmer ist ein kleiner Bruder sozusagen des grünen Zimmers in Ludwigsburg. In Ludwigsburg ist es eben fest und auch etwas größer. Und im Rahmen des Projektes Turas wurde jetzt eben aus diesem großen festmobilen Zimmer ein kleiner mobiler Bruder geschaffen. Der tourte im Jahr 2016 durch Europa und ist jetzt auf Deutschlandtour. War die vergangenen 2 Wochen in Stuttgart auf dem Marktplatz und ist jetzt 2 Wochen bei uns hier in Esslingen bis zum 9. Juni. Nach dem Beispiel des grünen Zimmers in Ludwigsburg entwickelt, bietet auch das mobile grüne Zimmer dichte Pflanzenelemente auf vertikaler und horizontaler Ebene. Es entsteht so eine besondere Atmosphäre der Ruhe, die zum Verweilen einlädt. Bepflanzte Wände und eine grüne Dachstruktur reduzieren Lärm, spenden Schatten, dienen als lokale Staubfilter und erhöhen an heißen Tagen durch Kühlung und Verdunstung die Aufenthaltsqualität. Die Vielfalt der verwendeten Blattschmuck-, Blüh- und Naschpflanzen bietet Insekten einen zusätzlichen Lebensraum und erhöhen die Attraktivität dieser urbanen grünen Insel auch für den Menschen. Also das grüne Zimmer kam von der Idee, dass man einfach urbanes Grün an Stellen bringen muss, die vielleicht keine Möglichkeit haben, Pflanzbeete anzubauen oder Bäume zu pflanzen. Und so hat man einfach einen anderen Weg gefunden, in die Vertikale im Garten aufzuziehen, wo einfach kein Platz ist für Gartenbereiche, also auf diesem Platz zum Beispiel. Es gibt einen Ursprung in Ludwigsburg, steht das grüne Zimmer, das fest installiert ist. Das ist 4-mal so groß wie das mobile. Und das ist quasi der kleine Bruder, der auf einem Chassis gebaut ist, dass man einfach von A nach B transportieren kann, auf einen Abrollcontainer einfach auf einen LKW zieht und so sehr mobil ist und die Städte quasi mobil das Ding einsetzen können. Es gibt 2 Seiten, eine mit Sträuchern, die also nicht essbar sind, das sind Lavendel, das sind Heuchera. Und auf der anderen Seite gibt es dann eher essbaren Pflanzen, also wir unterscheiden zwischen Wohn- und Esszimmer, wo dann Erdbeeren wachsen. Und Thymian und Minzsorten und so einfach eine gewisse Diversität zu schaffen von den mehreren Seiten. Das mobile grüne Zimmer wird auch in das Esslinger Klimafest und den Umwelttag am 3. Juni eingebunden werden. Bis zum 9. Juni kann das mobile grüne Zimmer noch bewundert werden.